Liebe Wähler, liebe Gäste, liebe Parteimitglieder, ich bin stolz, heute vor Ihnen stehen zu dürfen als Kandidat für das Europaparlament am 9. Juni. Ich freue mich, dass Sie alle der Einladung der Kollegen hier gefolgt sind, um an der heutigen Wahlkampfveranstaltung teilzunehmen und die heiße Phase des Wahlkampfes einzuläuten. Denn eins ist klar, es ist noch nicht zu spät. Noch können wir unser geliebtes Vaterland retten, indem wir eine starke AfD-Delegation nach Brüssel entsenden und die für die Interessen unserer Bürger und unserer Heimat im Vordergrund stehen. Wir leben in Zeiten des Wandels und der Herausforderungen, wie wir es noch nie erlebt haben. Geopolitische Umbrüche, unsichere Energieversorgung, Einschränkung der Meinungsfreiheit und explodierende Lebensunterhaltskosten. Sie merken also, es ist genug zu tun. Deswegen sage ich, es ist Zeit, die Ärmel hochzukrempeln und den Schutt der Altparteien aufzuräumen. In Berlin sitzt die Abrissbirne unserer deutschen Gesellschaft, die mit uns in schnellen Schritten in eine DDR 2.0 führen möchten. Getreu nach dem Vorbild, genau nach dessen Vorbild, schreitet auch die Deindustrialisierung voran. Die Firmen sind ja nicht weg, sie sind ja nun nicht mehr hier. Ganz nach dem Treuen des... Solche Lebensweisheiten, liebe Freunde, kommen von Ministern, die sich wünschen, aus Toiletten saufen zu können. Letztes Jahr in Magdeburg habe ich bereits auf diese schrecklichen Entwicklungen hingewiesen. Und es kam schlimmer, als ich erwartet habe. Wir als AfD sind die einzige Partei, die eine stabile Wirtschaft erstrebenswert hält und alles daran setzt, dies im Sinne unseres Wohlstandes zu erhalten. Die ewigen Parolen von Verzichten und Verboten haben die Bürger satt. Wenn Sie davon auch die Nase voll haben, fordere ich Sie auf, am 9. Juni die Alternative für Deutschland zu wählen. Die Ursachen sind uns alle bekannt. Hier müssen wir endlich neue Wege gehen, anstatt weiterhin den rot-grünen Pfad der Verdammnis zu folgen. Ich möchte Ihnen ein paar Beispiele nennen. Explodierende Energiekosten durch die gescheiterte Energiewende, übermäßige Steuerbelastung der Arbeitnehmer und Firmen und natürlich das immer größere werdende Monstrum namens Bürokratie. Ich könnte noch mehr Beispiele Ihnen nennen, aber das würde den zeitlichen Rahmen sprengen. Die aktuelle Regierung und die Vorgängerregierung haben auf die sogenannte pseudo-grundlastfähige Stromversorgung gesetzt auf Basis der erneuerbaren Energien. Eine Illusion, wie sich herausgestellt hat. Wir produzieren aktuell mehr Kohlestrom nach der Abschaltung der letzten Kernreaktoren. Ein Irrsinn, oder? Wir schalten die letzten Reaktoren ab, um das Klima zu retten und erhöhen dadurch unseren CO2-Ausstoß. Während die restliche Welt voll auf das Potenzial der Kernenergie setzt, um seinen Bürgern günstigen Energie anbieten zu können, steuert das Narrenschiff direkt in die Dunkelflauten. Deswegen steht die Alternative für Deutschland für eine Rückkehr zur Kernenergie. Wenn es nach mir persönlich gehen würde, dürfte die Kilowattstunde Strom nicht mehr als 20 Cent kosten. Mit uns wird Strom kein Luxusgut. Auch das Thema Verkehr und Infrastruktur muss auf Europaebene angegangen werden. Durch meine berufliche Erfahrung im Nutzfahrzeugsektor, ja, Sie hören richtig, ich habe eine Berufsausbildung, werde ich unsere Interessen in den Bereichen Individualverkehr vertreten und für Mehrheiten ringen, um diese durchzusetzen. Angesichts der aktuellen Entwicklungen in der Automobilindustrie und der Notwendigkeit, unsere Umwelt zu schützen, ist das Thema von großer Bedeutung. Insbesondere möchte ich die Rolle der synthetischen Kraftstoffe hier in den Vordergrund stellen. Es ist unbestreitbar, dass der Verbrennungsmotor in den kommenden Jahren von großer Herausforderung steht, insbesondere im Hinblick auf die Reduktion der Treibhausgase und zur Erfüllung der Klimaziele, der übertriebenen Klimaziele der Europäischen Union. Hier werden wir alles in unserer Macht unternehmen, um mit unseren Schwesternparteien in Brüssel den Green Deal wieder rückgängig zu machen und nach realistischen Zielen für die Europäische Union erarbeiten. Gleichzeitig ist festzuhalten, dass die reine batteriebetriebene Elektromobilität nicht die Zukunft der individuellen Mobilität sein wird. In einer aktuellen Studie von Mobil in Deutschland wurden die Verbraucher gefragt, welches Fahrzeug würden sie sich anschaffen bei gleichen Preisen.
Eine sehr gute Frage, die viele Bürger aktuell beschäftigt. Die Antwort lautete, bei 64% würden sich für ein Verbrennungsfahrzeug entscheiden mit non-fossilen Kraftstoffen. Also 64% würden nach wie vor da einen Verbrenner festhalten. 25% würden sich ein elektrobatteriebetriebenes Fahrzeug anschaffen und 11% gaben keine Antwort. Also der Verbrenner ist noch lange nicht vom Tisch. Ich werde mich dafür einsetzen, dass sämtliche Potenziale der synthetischen Kraftstoffe nicht außer Acht gelassen werden und in der Forschung investieren. Die Europäische Union sollte daher ganzheitliche Strategie zur Förderung synthetischer Kraftstoffe entwickeln, die die Herstellung, Vertrieb und die Nutzung der kommenden Jahre unterstützt. Dies könnte beispielsweise durch steuerliche Anreize, Förderprogramme für die Entwicklung von Produktionsstätten und die Schaffung von einem europäischen weiten Vertriebsnetz. Dies wäre auch ganz einfach umzusetzen, indem man die jetzigen Tankstellen einfach auf synthetische Kraftstoffe umstellt. Alle anderen grünen Hirngespinste sind mit sofortiger Wirkung einzustellen. Die Elektromobilität hat ihren Zenit erreicht. Und die deutschen Autohersteller können auch nicht zu den gleichen Konditionen wie die Chinesen produzieren. Zum Glück erkennen immer mehr Hersteller, dass eine Zukunft der Automobilindustrie in Deutschland und Europa nur mit dem Verbrenner gehen wird. Der Verbraucher entscheidet, was er fahren möchte. Und er ist es satt, immer mit Verboten und Bevormundungen konfrontiert zu werden. Die Grünen merken es nun, dass die Deutschen ein freies Volk sind, ohne Sehnsucht nach Verboten ihrer Tagträumer. Es ist wichtig, dass wir eine realistische und umfassende Perspektive auf die Zukunft des Verbrennungsmotors in Europa schaffen. Synthetische Kraftstoffe können uns hier dabei helfen. Ebenfalls eine große Herausforderung für die Automobilindustrie ist die Digitalisierung und der Ausbau des 5G-Netzes. Hier muss einfach viel mehr passieren, denn nur mit einem starken 5G-Netzausbau werden wir die Digitalisierung in der Industrie meistern und das autonome Fahren in Deutschland und in Europa realisieren. Ich werde mich dafür einsetzen, dass unsere Autoindustrie weiterhin weltweit führend bleibt. Denn nur so erhalten wir den Wohlstand und die Arbeitsplätze im Land. Jeder, der was anderes sagt, ist ein grüner Spinner und sollte in Therapie gehen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist unsere Demokratie und unsere Freiheit. Die Freiheit ist das Fundament unserer Gesellschaft und unserer Wirtschaft. Wir stehen für individuelle Freiheit, wirtschaftliche Freiheit und vor allen Dingen die Meinungsfreiheit. Wir werden uns gegen übermäßige Regulierungen und Bevormundungen wehren und sicherstellen, dass jeder Bürger die Möglichkeit hat, sein Leben nach seinen eigenen Vorstellungen und Wünschen zu gestalten. Die Politik der Verbote nach grünen Vorstellungen und linken Spinnereien lehne ich kategorisch ab. Jeder soll selber entscheiden können, wie er sein Leben gestalten möchte. In dieser Zeit des Wandels brauchen wir eine starke und verlässliche Führung, die Interessen unseres Landes, unserer Bürger vertritt und den Wandel im Sinne unserer Heimat umsetzt. So schaffen wir es, dass Deutschland weiterhin stabil bleibt, wieder sicher wird und Fortschritt nicht gestoppt wird. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft gestalten, ohne die nervtötenden Bremsen der Ampelparteien, und dafür sorgen, dass Deutschland stark in einem Europa der Vaterländer aufblüht. Wenn Sie wie ich unsere Heimat lieben und unsere Tradition, unser schönes Vaterlandes, dann fordere ich Sie auf, am 9. Juni wählen zu gehen. Zeigen Sie den Deutschlandhassern da draußen, dass es eine Alternative gibt. Die Alternative für Deutschland. Vielen Dank.